Ach ja. Ich habe echt ein bisschen Muffensausen, weil die Ressourcen hier echt knapp bemessen sind. Feinde sind nicht in Sicht, aber hier sind noch ein paar Steine. Das finde ich natürlich sehr schön. Macht dann meine Holzproduktion. Ja, die läuft so langsam aber sicher an. Ich komme noch nicht ganz hinterher, aber das ist auf jeden Fall schon mal ganz okay. Habe ich noch Holz, zwei Holzfäller und einen Förster? Ein Förster, drei Holzfäller. Jawohl, dann wisst ihr was. Holzfäller, Förster, Holzfäller. Noch einen Produktionskreislauf, dann sollen wir auf jeden Fall an genug Holz kommen. So, das ist, glaube ich, dieser Engpass, den ich meine. Weil hier diese Seekette, die müsste sich jetzt ein bisschen unten runterziehen und hier muss ich dann eine Festung hinbauen. Das heißt, ich werde jetzt hier nach der Bracke möglicherweise direkt schon die erste Festung bauen und im Zweifel dann hier eine zweite. Je nachdem, wie weit er schon fortgeschritten ist. Ja, Gold produziert er natürlich ohne Ende. So, wir fangen an, unsere ersten Soldaten auszubilden. Das finde ich super. Bald schon mal, ja, wobei ich meine, die Routen sind jetzt nicht so weit. Trotzdem überlege ich, ob ich bald ein Lagerhaus bauen soll. So, ihr Lieben, ich müsste mal leider einen kleinen Schluck trinken. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Kleinen Moment. Wäre das auch geklärt. Das wird echt schwierig, halt, weil der schon dabei ist. Also der hat ja schon seine Goldproduktion am Laufen, im Gegensatz zu mir. Da finde ich das gerade echt schwierig einzuschätzen, ob das was wird bei dieser Mission. Wenn hier der nächste Produktionskreislauf läuft, dass ich mit den Brettern mal hinterherkomme. Das könnte und dürfte eigentlich eine relativ schnelle Mission werden. Entweder werde ich schnell auf den Sack kriegen oder ich werde den schnell schaffen. Einigermaßen schnell natürlich. Warum könnte noch ein Fischer hin? Nee, weil es ist ja einfach nicht viel Land da und es ist nur ein Gegner da. Mal schauen, inwieweit wir uns an dem die Zähne ausbeißen. Da müssen wir echt aufpassen. Ich ahne Schlimmes. Aber gut. Erstmal müssen wir warten, bis wir in seiner Nähe sind. Seine Militärmacht übersteigt unsere natürlich schon längst bei weitem, weil er halt fleißigst Goldmünzen prägt. Zwei Kohle, das ist gar nicht mal so viel. Aber gut, wir fangen ja auch gerade erst an, Kohle aus dem Berg zu schürfen. So, hier sind wir fertig. Das ist okay, hier, da werden noch Bretter gebraucht bei den beiden Baustellen. Aber ich hoffe, wir kriegen jetzt mal zeitnah ein Goldbergwerk fertig. Da wird wieder ein Brett hochgebracht. Ich hoffe, hier hin.27 Fische, das ist okay. Wir haben ein bisschen Puffer uns vom Anfang geholt. Hoffen wir, dass er noch eine Weile vorhält. Ah, leider kommt jetzt meine Landeserweiterung in Stocken. Er bleibt Gott sei Dank auch stehen. Das ist gut, aber ich baue zu viel gleichzeitig mal wieder. Das ist das Problem. Deswegen müssen wir uns jetzt erstmal ein bisschen zurückhalten im Bauen. Ich konzentriere mich jetzt erstmal auf Militärgebäude, dass ich an diesen Engpass herankomme. Also mein Wunsch ist, dass ich jetzt hier gleich eine Festung hinbaue. Vielleicht auch da unten noch eine zweite und dass ich dann hier oben ein Katapult hinstelle, um mir den erstmal auf Distanz zu halten. Also mal schauen, inwieweit sich das so umsetzen lässt, wie ich mir das vorstelle. Müssen wir einfach echt mal gucken. Wird schon irgendwie so. Du bist fertig, glaube ich. Dann kannst du hier... Sieht noch ein Baum in der Nähe? Nein, ich auch nicht. Gut. Weg mit dir. Ja, hier oben werde ich später noch einen Fischer bauen, aber ich, wie gesagt, ich baue einfach aktuell zu viel. Deswegen muss ich da jetzt mal mich ein bisschen bremsen.
brauchen dringend ein bisschen Gold. Ja, wobei, so dringend brauchen wir es noch nicht. Ich hätte halt gerne schon ein paar Münzen. Sehr gut, das Bergwerk ist fertig. Das ist wunderbar. Dann wird da gleich hoffentlich fleißig Nahrung reingebracht. Und fleißig Gold rausgeholt. Er klöppelt da weiter die Steine weg. Wunderbar. Ich glaube, meine Bretterproduktion dürfte jetzt so langsam anlaufen, jetzt wo hier meine Holzfäller noch mit von der Partie sind. Da dürfte das eigentlich kein Problem mehr sein. Soweit zumindest die Theorie. Da kommt auch schon unser güldener Kumpel. Ah, die Mühle scheint sich ja wenig Sorge zu machen. Auch wenn die Brauerei nie irgendwie auf 100% gelaufen ist. Aber gut, Hauptsache die Mühle kriegt Futter. Weil die Brauerei, die produziert so schnell. Wir haben jetzt schon 6 Bier, obwohl wir schon permanent Soldaten produzieren. Einfach weil... Naja, die Brauerei produziert natürlich jedes Mal ein Bier. Und er produziert erst ein Schwert und ein Schild. Das heißt, er muss zweimal produzieren, bis er fertig ist. Und die Brauerei natürlich nur einmal. Und das ist dahingehend auf jeden Fall schon mal gut. So, da sehen wir auch schon der Mampf, der in die Goldmine kommt. Das finde ich sehr schön. So können dann die ersten Münzen geprägt werden. Da haben wir noch ein Gebirge, das müssen wir uns auf jeden Fall sichern. Landesgröße. Oh, er erweitert sich. Natürlich auch seine Militärmacht. Seine Waren sinken permanent, das finde ich gut. Ich überlege gerade, was ich daraus für Schlüsse ziehen kann. Wenn seine Waren sinken, das heißt, er verbraucht mehr, als er produziert. Das heißt einfach nur, das kann natürlich auch heißen, dass er einfach nur expandiert. Oder aber, weil er auch sehr, sehr langsam nur neue Gebäude baut, dass der einfach sehr mit der Produktion ein bisschen hinterherhängt. Er ist zwar in der Militärproduktion, ne, also in der Goldproduktion und somit in der Militärmacht weit vor mir. Und dass er sehr viele, also hier sehr weit oben ist, zeigt auch, dass er relativ wenig Gebäude hat, die produzieren. Mal schauen. Ob wir daraus die Schlüsse ziehen können, die wir gerne ziehen wollten. Steinbruch. Was soll das denn schon? Oh, ich verstehe nicht, was da mit diesen Wegen soll, ganz ehrlich. Kein blassen Schimmer. Bauernhof. Jeden Platz für den Bauernhof nutzen. So. Wir haben noch 2 Kohle auf Lager. Das ist gut. Das heißt nämlich, ich konnte mit der Kohleproduktion einigermaßen hinterher. Und da ist auch schon endlich der erste Goldklumpen unterwegs. Hey! Goldklumpen! Hey! So, einmal hier einen kleinen Umweg, dass wir schneller an das Gold kommen. So, sehr schön. Mehr Gold braucht das Land. Ich bin mir gerade noch echt nicht sicher, ob das hier reicht von der Grenze her. Wenn ich jetzt sage, hier packe ich an die Grenze in die Festung, muss aber, weil ich muss... Ich versuch's. Ich bin mir gerade echt nicht schlüssig, weil ich nicht weiß, was hier hinterkommt. Da müsste ich noch weiter erkunden. Aber wenn ich jetzt warte, bis wir das erkundet haben, ne, dann hat der sein Land schon wieder erweitert. Der hat nämlich jetzt hier auch schon wieder was erweitert. Und der darf diesen Punkt nicht überschreiten. Das will ich einfach nicht, aus Prinzip. Nicht, weil ich mir jetzt schon die perfekte Taktik zurechtgelegt hätte oder so. Ich will es einfach aus Prinzip nicht. Ich hoffe, ihr versteht das ein wenig. So, 9 Bretter habe ich auf Lager, sehr schön. Mit der Brettproduktion, da bin ich jetzt, glaube ich, wieder up to date. Das finde ich wunderbar. Ich baue hier oben jetzt schon mal eine Schlosserei hin, dass wir, falls uns irgendein Werkzeug ausgeht, da entsprechend schnell nachjustieren können. Ja, reicht mir. Okay, Festung. Ich baue mal zur Absicherung, für den Fall der Fälle, dass da irgendwas schief geht, was ja durchaus passieren kann, baue ich mir hier ein Katapult hin, dass ich die Festung im Zweifel platt kriege. Soweit zumindest die Theorie.
schicken mal zwei Späher hier hin, um zu schauen, ob zufällig einer gewillt ist, hier diesen schmalen Weg entlang zu gehen, um zu schauen, was der Feindeslümmel da so tut. Und hier kann schon mal ein Steinbruch hin. Ach, Leute, so ein Stress. Nein, da bitte keine Münze hin. Ich habe nämlich schon eine auf Lager, wie ich gerade feststelle. Die nächste liegt da auch schon bereit und da wird schon eine weitere produziert. Da fällt mir ein. Machen wir mal so. Ich hoffe nämlich, dass der hier gleich in Grenznähe zumindest ist. Und dass wir dann entsprechend direkt schon mal unsere Soldaten ausbilden können. Toi, toi, toi. Ne? Alles nur Theorie. Wir müssen schauen, was die Praxis hergibt. Zack. So, hier ist alles sehr holzig. Das finde ich schön. Ja, und wir haben genug an Brettern. An Holzklötzen, dass wir unsere Sägewerke versorgt kriegen. Das finde ich wiederum super. So, liebe Speer, bitte geht jetzt... Oh ja, du gehst erstmal zurück. Das ist ja eine tolle Idee. Warum geht ihr zurück? Jetzt mal ernsthaft. Was soll denn der Scheiß? Ich habe die da hingeschickt und die rennen sofort zurück. Deren Ernst? Deren verdammter Ernst? Na gut, wir wollen uns nicht aufregen. Eins, zwei... Eins, zwei. Wir schauen, was in dem Berg da unten liegt. Und dann gucken wir mal, ne? Ich würde jetzt zu gern ein Lagerhaus hinbauen, aber erst will ich, glaube ich, hier Generäle drin haben. Vorher ist mir das zu unsicher. Weil wenn er da jetzt einmarschiert, dann habe ich ein dickes Problem. Hier kommt noch eine Festung hin. Und dann schicken wir nochmal einen Gelehrten hin. Überlege gerade, ob der hier den Weg abkürzt. Machen wir einfach mal, dass wir noch eine Alternativroute haben, falls aus irgendeinem Grund irgendeine Route zusammenbrechen sollte. Ja, bitte? Kohle gefunden. Schön. Nehme ich gern. Gold wäre aber noch ein ganz kleines bisschen lieber, auch wenn ich verdammt viel Gold habe. Noch mehr Kohle gefunden. Ah, ich befürchte, dann wird hier wohl nur Kohle drin. Ja, Gold. Sehr geil. Oh, mega gut. Wir haben hier unten auch nochmal Gold. Schön. Und Eisen. Oh, alles da. Geil. Oh, herrlich. Ich freue mich. Ich freue mich. Ah, das denke ich mir auch. Yippie. Hoffen wir mal, dass der Speer hier unten eher gewillt ist, mal ein bisschen weiter zu marschieren und nicht einfach direkt kehrt macht. Nein, er geht tatsächlich los und erkundet. Kann es denn, dass die hier kehrt gemacht haben, weil ich hier ein Gebäude hingebaut habe und deswegen irgendwie als andere Fahne tituliert wurde oder so ein Quatsch? Wisst ihr, was ich meine? Ich könnte es mir gerade tatsächlich ein bisschen vorstellen. Also, da ist noch ein Gebirge, das würde ich mir gerne sichern. Ich weiß aber nicht, ob ich es schaffe. Muss ich ganz offen kommunizieren? Ich bin ein Depp, ich hätte schon längst... ja, verdammt nochmal... Ich hätte längst das so machen können, dass ich schon längst eine Festung gebaut hätte. Wo ich dann sage, hier, ich mache das wieder, ne? So voll, sodass kein anderer Soldat hier rausrückt, außer in die Festung. Ja, wäre, wäre Fahrradkette. Upsa, du produzierst bitte nichts. Das war knapp, einer hätte was produziert. So. Noch kein Feind in Sicht. Okay, okay, okay. So weit, so gut. Würde ich sagen, gönne ich mir den Luxus und baue tatsächlich schon mal ein Lagerhaus. Werde dann hier natürlich entsprechend die Lieferung von Münzen etc. einstellen, dass wir von hier vorne alles geliefert kriegen. Okay, was ein Stress.
ab hier ist Eisen. Jetzt müsste ich nur mal gerne... Ich würde sehr gerne wissen, wo hier die Goldgrenze quasi endet. Ein sehr gutes Stichwort. Das interessiert mich. Lass uns da mal drüber reden. So, wir schauen mal, was der Feind macht. Natürlich seine Militärmacht ausbauen. Klar, sein Gold ausbauen. Aber da komme ich jetzt auch langsam hinterher. Waren sinken weiter. Der kommt nicht auf die Idee, mehr zu produzieren. Das ist gut. Der erweitert aber seine Ländereien. Das ist natürlich weniger gut. Noch sehen wir aber nichts davon. Das heißt, wir haben ihn noch ein bisschen auf Abstand. Ja, komm. Weg damit. Ja, bitte, was ist jetzt? Seit 30 Minuten nicht gespeichert. Doch, die Zeit rennt heute schon wieder.